Und wir gehen nach Lichtenfels. Jörg Harrer hat auch ein spannendes Thema, nämlich die präoperative Planung von Korrekturen, Osteotomien. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Der Operateur muss die Planung machen. Ganz, ganz wichtig. Im EPZ läuft es leider oft so, dass dann die Chefs die Planungen machen lassen. Das gibt es bei uns nicht. Ich plane alles selber, weil ich eben der Meinung bin, dass genau der Operateur sich damit beschäftigen muss und man eigentlich nur mit diesem sich beschäftigen, damit auch bei den Deformitäten dann eigentlich auch rausbekommt, was man will. Und ohne dieses sich selbst beschäftigen funktioniert es nicht. Nun, wir machen sehr viel Deformitätenkorrektur. Ich habe jetzt heute zwei Fälle mitgebracht, posttraumatische Korrekturen, weil es ja unfallchirurgisch ist. Wir haben im Vergleich zum Trauma jetzt natürlich eine schöne Situation. Wir haben Zeit. Wir können es wirklich sehr gut planen und natürlich haben wir auch einen anderen, oft juristischen Anspruch. Wir müssen es auch planen und es auch dokumentiert planen. Das heißt, die werden alle geplant. Ich will mal so vorstellen, wie wir in der unteren Extremität so Korrekturen und Deformitäten planen. Und das Wort CORA-Methode, das glaube ich, kennen mittlerweile schon viele CORA, Center of Rotation and Angulation. Das heißt, wir müssen uns mal zunächst mal, bevor wir planen, müssen wir mal eine Bestandsaufnahme machen. Genauso wie in der Unfallchirurgie, das 3D-CT, das gibt es eben auch. Und das müssen wir in mehreren Ebenen machen. Was ist der Malalignment-Test? Das soll ich, will ich mal zeigen. Was ist ein Malorientation-Test? Wie funktioniert dann quasi die CORA und wie plane ich das Ganze? Das Ganze hier, also der Malalignment-Test, der sagt uns eigentlich nur, okay, wir haben einen Valgus oder wir haben einen Varus. Das wird in der sogenannten MAD angegeben, in Millimetern. Muss man natürlich aufpassen, wenn ich das ausdrücke, habe ich andere Millimeter. Das ist mehr im angloamerikanischen Raum, im europäischen und deutschsprachigen Raum wird eigentlich eher der femorotibiale Varus oder Valguswinkel angegeben. Der ist größenunabhängig in Grad. Und kann man auch sehr gut eigentlich dann einschätzen, wie viel Deformität ich habe. Habe ich einen Varus und Valgus und dementsprechend die Druckbelastung im Knie. Dann die nächste Geschichte. Wenn ich jetzt die Frontalebene habe, wie funktioniert das Ganze? Das ist der Malorientation Test. Das heißt, ich habe Varus oder Valgus und dann interessiert mich, wo ist denn eigentlich der Varus oder der Valgus? Und dazu brauche ich quasi die Orientierung der Gelenke im Raum. Das heißt, ich habe eine anatomische bzw. hier mechanische Femur- und Tibia-Achse, also hier die Tibia-Achse und die Femur-Achse. Und dann zeichne ich mir quasi meine Gelenklinien ein. Die proximale Femurlinie, die distale Tibia-Gelenklinie, die proximale Tibia-Linie und die distale Tibia-Linie. Und dann kann ich hier Winkel messen. Und wenn ich hier Winkel messe, dann kann ich die mit der Norm, mit Normwerten vergleichen. Und dadurch kann ich sagen, gut, dieser Winkel ist falsch. Ich habe ein Problem im Bereich der proximalen Tibia. Und wenn wir Korrekturen machen wollen an der unteren Extremität, übrigens auch an der oberen, dann gibt es Normwerte und das muss ein Operateur vorher wissen, wie die Normwerte sind. Und wir messen dann die Normwerte. Wie messen wir die? Der Normwert wird normalerweise dran gemessen, an dem kleineren Winkel, also immer zum Beispiel hier der kleinere Winkel wird gemessen, lateral zum Beispiel am distalen Femur, dann mechanisch oder anatomisch, lateral oder medial, proximal oder distal und Femur oder Tibia. Und dann gibt es hier zum Beispiel diesen MLDFW oder MLDFA, wie er auf Englisch heißt, der normalerweise so 88 Grad ist, 86 bis 90, also der mechanisch laterale distale Femurwinkel. Und eigentlich jeder, der Endoprothesen macht und meiner Meinung nach auch jeder, der eine distale Femurfraktur versorgt, der sollte eigentlich diese Winkel kennen, weil er dadurch dann intraoperativ genau abschätzen kann, wo will ich denn eigentlich normalerweise hin. Und die Normwerte, die sind eben der Varuswinkel oder Valguswinkel zwischen 0 und 2 Grad. Proximale Femurwinkel, den können wir mal außer Acht lassen, der ist sehr variabel und hat auf die Gesamtachse wenig Einfluss und Korrekturen am proximalen Tibia sind eher selten, am proximalen Femur sind eher selten. Fürs Knie und die Achse sind vor allen Dingen der mechanisch-lateral-distale Femurwinkel und der mechanisch-mediale proximale Tibiawinkel wichtig, die so in etwa den gleichen Range haben. Man kann sich eigentlich merken, so 87, 88 Grad und die Gelenklinie ist ein ganz kleines bisschen nach medial abfallend. Ist ganz einfach zu merken. Und diese beiden Winkel sind wirklich die wichtigsten. So, und das gibt es sowohl anatomisch als auch mechanisch. Warum brauche ich anatomisch? Ich zeige das bei einem Nagel, weil eben die anatomischen Werte durch die Differenz zwischen anatomisch und mechanischer Femurachse ein bisschen abweichen. Deswegen gibt es da eine anatomische Bezeichnung. Und ein was ist mir noch ganz wichtig. Wir haben jetzt hier über die Frontalebene geredet. Das ist eine posttraumatische Deformität.
könnte man denken, na gut, ich habe zwar zwei Deformitäten in der Frontalebene, aber ich kann das trotzdem mit einer medial aufklappenden Osteotomie machen. Und Churchill, failing to plan ist planning to fail. Also man muss planen und vor allen Dingen gerade bei den posttraumatischen immer in allen drei Ebenen. Wenn man den mal genau anschaut, dann ist er halt einfach noch 10 cm zu kurz und hat leider auch eine massive Flexionsdeformität, also eine hochkomplexe Deformität, die ich, wenn ich sie nur in einer Ebene anschaue, dann einfach in der ganzen Räumlichkeit nicht erfasse. Das heißt, wir brauchen die frontale Analyse, hauptsächlich die Röntgen-Ganzbein-Achsaufnahme, die sagittale Analyse auch mit den Röntgen-Ganzbein-Aufnahmen. Wir brauchen Torsions-MRT, ist schon erzählt worden, hier posttraumatisch, zwei Nägel am Oberschenkel der linke Patient und beide irgendwie nicht so ganz optimal gelungen. Und auch die Beinlänge, die ich sowohl klinisch als auch im CT und im Röntgenganzbein sehr gut untersuchen kann. Und wenn ich diese ganzen Dinge alle habe und noch ein bisschen das, was ich rechts habe, dann kann ich in die Deformitätenkorrektur reingehen. Dann brauche ich noch die Chora. Das heißt, ich muss wissen, wo ist meine Deformität? Wo will ich meine Osteotomie machen? Kann ich die Osteotomie auch auf Höhe des Choras machen? Habe ich da Weichteilprobleme? Komme ich mit meiner Osteosynthese hin und so weiter? Und dann kann ich planen. Das heißt, wenn ich so eine Deformität habe, dann mache ich zuerst die Analyse und sehe, dass eben der Tibia-Winkel und der distale Femurwinkel in Ordnung ist. Und zu bestimmen, wo jetzt hier die Deformität ist, das ist natürlich in diesem Fall sehr einfach. Aber es gibt auch komplexere Fälle, wo ich zum Beispiel zwei Deformitäten habe oder die man wirklich nicht auf dem ersten Weg sieht. Dann mache ich es eben so, dann mache ich eine proximale Tibia-Achse, eine distale Tibia-Achse und dann sehe ich, wo ist die Deformität und wie ist das Ausmaß der Deformität. Jetzt komme ich eben zu zwei Planungen bei posttraumatischen Fällen. Hier eine Hochrasanzverkehrsunfall, distale Femurfraktur, Split, diakondyläre und suprakondyläre Trümmerzone. Nicht bei uns versorgt, interessant versorgt, aber halt wahrscheinlich eine Traumasituation doch in sich so entschieden, sekundär nach Fixotheabbau, das mit dem antegraden Femurnagel zu machen. Und wenn man jetzt die Fraktur und das kurze Fragment sieht, kann man sich schon denken, wohin das Ganze läuft. Das ist einfach zu wenig stabil und die Knochenheilung kommt dem Ganzen nicht hinterher. Also der entwickelt eine Pseudarthrose und eine massive Varusdeformität, die Schrauben brechen. Und wir sehen im CT, dass der eine instabile oder zumindest teilinstabile Pseudarthrose hat mit einem ziemlich ausgeprägten Varus. So, ich will jetzt hier in dem Fall zeigen, warum es meiner Meinung nach sinnvoll ist, solche Sachen zu planen. Man kann natürlich auch einfach sagen, okay, ich mache da jetzt eine Platte drauf und schaue, dass das ziemlich gerade ist oder mache ich einen Nagel oder mache ich das mit einem Fixateur. Wir haben zunächst mal einen Infekt ausgeschlossen mit einer kleinen Revision und Proben, kein Infekt und haben dann die Planung gemacht. Und ich habe mal zwei Videos gemacht und die laufen, wir haben es vorhin ausprobiert. Und wie läuft so eine Planung jetzt hier in Medicut? Also wir haben hier die Deformität, wir geben dann das linke Bein ein und bestimmen dann, wie ich das vorhin gezeigt habe, die drei Referenzzentren. Wir machen also zunächst mal das Zentrum des Hüftgelenkskopfes, das kann ich mit einem Kreis machen, das kann ich frei machen, meistens gelingt es frei ganz gut. Ich brauche hier den Trochanter und habe damit schon die proximale Femurgelenkfläche. Offensichtlich haben wir die Deformität hier. Wir messen jetzt die distale Femurgelenklinie ein, legen die Tangente an die beiden Kondylen und messen die Breite am distalen Femur ein, sodass wir das femorale Gelenkzentrum am Kniegelenk haben. Dasselbe machen wir jetzt an der Tibia, messen die Tangente an den Tibia ein, messen die Breite und bekommen dadurch das Kniegelenkszentrum, haben auch schon die Gelenklinien. Und als letztes wird noch das Sprunggelenkszentrum und die distale Femurgelenklinie bestimmt. Das macht jeder Endoprothetiker vor jeder Knieendoprothese und wir machen das dann auch vor jeder Deformität. Es wird dann hier die distale Tibiagelenkfläche eingemessen, die Breite der Talusrolle. Sie können auch die Weichteile oder auch, wenn das mal verdreht ist, auch die knöcherne Breite nehmen. Da kommen Sie ähnlich auf dieselben Werte. So, und jetzt wird es schon mal interessant. Wir sehen, der MMPTW ist bei 86 Grad, also normwertig. Und wie für uns alle schon eigentlich offensichtlich, war die Deformität am distalen Femur. Die Gelenklinie ist 1 Grad offen, das ist noch normal, aber wir haben 17 Grad Varus, also schon eine ziemlich starke Deformität. Was wir jetzt dann machen, ist
dem Computer zu sagen, okay, wir wollen hier eine distale Femurosteotomie zu machen, wir wollen zunächst mal eine Osteotomie machen. Das heißt, wir gehen wieder links in diesem Planungsobjekt hier rein und sagen ihm, wir machen jetzt eine Osteotomie. Wir zeigen ihm an, wo die Osteotomie sein soll, wie er schneiden soll. Und wir können ihm dann sagen, je nachdem, wo der Hingepoint ist, wollen wir das Ganze aufklappend oder zuklappend oder hier Neutral Wedge. Wenn wir einen Nagel machen, dann ist es meistens etwa neutral. Wir machen dann die Osteotomie und der korrigiert einen. Das ist dann jetzt eigentlich schon ganz gut. Wir haben eine gerade Achse und wir sehen, mit dem Nagel geht es sicher nicht. Den müssen wir vorher rausmachen. Und jetzt die Frage, machen wir das Ganze mit einer Platte? Machen wir das Ganze wieder mit einem Nagel? Ich bin ein großer Nagelfreund bei den Korrekturosteosynthesen, bei solchen Sachen. Wir haben einen intramedullären Kraftträger. Wir können nochmal eine Markraumbohrung machen, können dadurch auch gleichzeitig quasi eine Spongiosaplastik in diesem Bereich nochmal reinbringen. Man kann sogar eine Ria machen, um hier viel Spongiosa zu sammeln und das Ganze aufzufüllen. Und was ich auch noch gleich zeigen werde, mit dem Nagel haben wir noch einen großen Vorteil. Wir müssen ja hier eigentlich schon wieder mit der Rebsäudarthrose vielleicht rechnen. Also wir planen einen Nagel. Und warum plane ich den? Erstens mal kann ich ihn sehr gut von der Dicke planen und zweitens auch von der Länge. Ich mache hier keinen kurzen, sondern ich mache wieder einen möglichst langen Nagel, sodass ich später eventuell über diesen Nagel, wenn ich Probleme bekomme, sogar einen Segmenttransport machen kann. Und ganz, ganz wichtig ist, den Eintrittspunkt des Nagels. Es gibt ja drei wichtige Sachen bei Immobilien, die Lage, die Lage, die Lage. Und beim Nagel ist es der Eintrittspunkt, der Eintrittspunkt und der Eintrittspunkt. Und wenn man den falsch wählt, dann wird es falsch. Und man muss einfach gucken, ob ich jetzt überhaupt mit einem Nagel so einen richtigen Eintrittspunkt hier bekomme, dass ich das Ganze hinbekomme. Das funktioniert nämlich manchmal nicht. Oder ich muss eben mit Pollerschrauben arbeiten oder ich muss sagen, ich komme mit einer Osteotomie gar nicht hin, sondern ich brauche zwei Osteotomien und hier funktioniert es sehr gut. Ich kann also zentral den Eintrittspunkt wählen und messe mir dann aus, in welchem Winkel will ich denn hier in mein distales Fragment rein. Manchmal kann man ganz gezielt pollern, zum Beispiel, um praktisch das distale Fragment über zu korrigieren, um dann den Eintrittspunkt so zu machen, dass ich überhaupt eigentlich auch den distalen Femurgelenkwinkel wieder mache. Und dann messe ich mir das aus. Ich messe mir den distale Femurgelenklinie und messe mir den Nagel und schaue, ob ich denn mit in welchen Winkel ich dann in der Reosteosynthese wieder reinlaufen will. Hier mit vier Linien gemessen und den Nagel und ich sehe, es sind 900 Grad oder 98 Grad, das heißt so 101, 102 Grad, also 91 beziehungsweise auf der Gegenseite und es wäre ein normaler 81 auf der Gegenseite und es wäre ein normaler lateraler distaler Femurwinkel. Das heißt, mit diesem Nagel komme ich mit einem normalen Eintrittswinkel nachher auch wieder gut hin. Hatte ja auch ursprünglich mal eine normale Anatomie. Die intraoperative Umsetzung, Nagel raus, Rest brechen, debridieren. Wichtig, der Nagel muss im richtigen Eintrittswinkel reinlaufen. Dann bringe ich einen suprakondylären Nagel rein, weil ich hier mehr Optionen habe, um das Ganze quasi winkelstabil zu verriegeln. Und so schaut dann das Ergebnis aus. Und wir haben hier eben auch noch die Möglichkeit, wenn der eine Pseudarthrose gibt, und das habe ich schon mehrfach gemacht, eine Rebpseudarthrose, kann ich ihn hier oben osteotomieren, Veröffentlichung von meinem alten Chef, und kann den hier mit einem Fixateur posterior des Nagels dann das Segment reinschieben, mir proximal den Nagel holen und distal den Defekt schließen. Erster Fall. Zweiter, ein Patient mit der posttraumatischen Tibiakopfdeformität, der begehlich leider an vielen Häusern vorher gewesen, seit 17 Jahren in dieser Situation so rumläuft. Und es wird immer diskutiert, ob man den jetzt mal korrigieren soll oder ob der eine Prothese braucht. Das Problem ist, wenn man den mit 55 Jahren eine Prothese einbaut, dann braucht er eine gekoppelte Prothese. Das ist für den jungen Patienten definitiv keine Option. Und ein Valgus von 17 Grad, selbst wenn der lateral schlecht ist, der läuft schon 17 Jahre drauf rum, der wird definitiv besser und ich bereite den nachher für seine Prothese optimal vor. Also das ist ein Fall für eine Korrektur. Wir sehen, medial ist er noch ganz gut und lateral ist er, hat er sogar auch noch ein bisschen Rest. Und selbst wenn er viertgradig ist, er wird besser als vorher. Und der ist übrigens quasi beschwerdefrei jetzt nach dieser Korrektur. Was wir dann noch machen, sind
gehaltene Aufnahmen. Ich will wissen, ist er medial vom Band überdehnt? Wie weit kann ich ihn lateral aufklappen? Man sieht, er ist medial gut, lateral ein bisschen aufklappbar. Das zeigt mir, ich muss aufpassen, dass ich den nicht überkorrigiere. Also maximal in die 0-Grad-Achse, weil wenn der jetzt lateral noch ein bisschen aufgeht, hier diese 3 Grad, dann geht er maximal so in 3 Grad Varus und mit der Situation kommt der zurecht. Die Frage ist wieder, wie operieren wir den? Eine HTO, also eine laterale Closed Open Wedge am Tibiakopf, ist quasi obsolet, posttraumatisch vernarbt. Der kriegt mit Sicherheit eine Peroneusparese. Den müssen Sie medial zuklappend machen. Jetzt die Frage, machen wir ihn medial am Tibiakopf, weil da hat er ja, wenn wir die Analyse haben, er hat quasi nur eine Tibiakopfdeformität. Der distale Femur stimmt eigentlich, aber er hat natürlich auch noch eine zusätzliche Deformität im Bereich quasi des Gelenkwinkels durch die Arthrose. Und wenn ich den jetzt hier rein tibial korrigiere, dann bekomme ich eine Überkorrektur, bekomme ich eine lateral schiefe Linie. Und das sind sehr gute Fälle für biplanare Double-Level-Osteotomien hier medial Double-Level-Closed-Wedge. Und Sie sehen, danach ist das Gelenk eigentlich wieder in der schönen Position und ich kann die Osteotomie auf 2 Korrekturen verteilen. Ist gut für die Weichteile, ist gut für die Achse, ist gut für das Gelenk. Und die erfahrenen deformitierten Korrigierer gehen immer mehr zu den Double-Level-Osteotomien, auch wenn es auf den ersten Blick jetzt erstmal krass oder übertrieben ausschaut. Das Gelenk dankt einem, das ist perfekt rekonstruiert und auch die Weichteile danken es einem. Und auch hier habe ich jetzt mal wieder so die Korrektur geplant, insbesondere mal interessant, wie mache ich das Ganze jetzt dann eigentlich mit der Double-Level-Osteotomie. Am Anfang vielleicht schon fast ein bisschen langweilig. Ich kann mal versuchen, ob ich ein bisschen weitergehe, weil wir haben ja hier schon eigentlich gelernt, wie wir diese Gelenklinien anzeigen. Wir sehen, wir haben die Gelenklinien und wenn wir jetzt dann mal die präoperative Bemaßung machen, dann sehen wir, das habe ich ja schon angedeutet, dass dieser Patient eigentlich gar keine femorale Deformität hat und trotzdem korrigieren wir ihn noch femoral dazu, weil er so am unteren Rand quasi hier des Normalen ist, zusätzlich die intraartikuläre Deformität, zusätzlich die tibiale Deformität. Was wir also machen, ich stelle jetzt erstmal, aber da bin ich ein Pedant, ich muss das auf der Seite haben, das kann ich nicht haben, wenn das im Bild drin ist. Und dann planen wir jetzt die erste Osteotomie. Wir zeichnen die jetzt hier am Tibia-Kopf ein und machen eine Closed-Wedge-Osteotomie, das heißt, das Hinge wird lateral gelegt. Dann zeigen wir ihm, er soll quasi hier wieder weitermachen, die Osteotomie, zeigen ihm das an, stellen das Ganze wieder daneben und er zeigt uns eben, okay, das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen viel, was wir hier oben haben an Korrektur und die Gelenklinie ist schief. Deswegen sagen wir ihm jetzt, okay, wir können bei Medicard jetzt unten nach rechts klicken auf dieses Bild und können dann sagen, nee, so wollen wir das eigentlich nicht. Wir übernehmen das Ganze, aber ohne Vorschau muss man dann anklicken. Ich versuche mal, das zu zeigen. Jetzt sagen wir ihm, wir wollen gar nicht so viel. Wir gehen also 6 Grad wieder zurück. Wir behalten noch 5 bis 6 Grad X-Bein und sagen dann, wir übernehmen das ohne Vorschau. Jetzt kommt dieser entscheidende Schritt. Das muss man mit rechts dann klicken. Hier übernehmen ohne Vorschau. Und dann übernimmt er das und ich kann jetzt hier rechts noch eine zweite Osteotomie machen und die mache ich als suprakondyläre Closed Wedge Osteotomie, zeichne mir die quasi ein, mache wieder eine Closed Wedge und dann, wir sehen es schon auf den ersten Blick, der Moore hat immer gesagt, was gut ausschaut, ist gut und das schaut schön aus. Wir haben jetzt schöne gerade Gelenklinien, wir haben unsere Winkel quasi sowohl tibial als auch femoral. Gut, wir haben 90,8, aber wir wissen, 90 ist normal. Das heißt, wir sind sowohl femoral als auch tibial in einem normalen Bereich unserer Range, was wir eigentlich haben wollen. Und dann müssen wir noch unsere beiden Platten einlegen. Zugegebenermaßen, das mache ich meistens nicht, weil ich weiß, wie die liegen. Aber dem Anfänger würde ich definitiv empfehlen, auch noch seine Osteotomieplatte reinzulegen, um zu gucken, ob der hier mit den Schrauben in der Bereich der proximalen Tibia dementsprechend dann auch noch hinkommt. Also femoral 5 Grad Korrektur, tibial 13 Grad Korrektur.
beides als Closed Wedge. Und hier ist es natürlich schon ganz sinnvoll, wenn wir eine Navigation zur Verfügung haben oder zumindest ein Alignment Rod bei einer Double-Level Closed Wedge Osteotomie, das intraoperativ zu korrigieren, weil Sie können Glück haben und zwei Fehler gleichen sich negativ aus. Sie können Pech haben und zwei Fehler addieren sich. Dann können Sie eine Überkorrektur, eine Unterkorrektur haben bei zwei Korrekturen. Also alle intraoperativen Methoden, bis auf die meiner Meinung nach obsolete Kabelmethode, nutzen, um die Achse intraoperativ zu kontrollieren. So wie wir gehen weiter und man sieht, das ist die Planung, eins wieder nach oben, das ist die Umsetzung, sind wir eigentlich zufrieden, gut geheilt und Patient kommt auch sehr gut zurecht. Der kommt noch mal ein paar Jahre zurecht, nachdem er 17 Jahre mit so einer Deformität gelaufen ist. Und der hat bestimmt noch ein paar Jahre Zeit, bis er dann eine normale Oberflächenknieprothese bekommen kann, ohne dass man irgendwie teilgekoppelt oder sogar gekoppelte Prothese denken muss. Jetzt haben wir gesehen, das waren komplexe Korrekturen, die ich jetzt in der Frontalebene nur geplant habe. Es gibt natürlich viel komplexere, die wir auch noch gleichzeitig drehen müssen, die wir noch gleichzeitig sagittal mit korrektieren müssen. Vielen Dank, Jörg, nach Lichtenfels. Das war spannend. Und du hast es ja sehr systematisch aufgezeigt, wie die Schritte sind, weil häufig sieht man ja dann so Ergebnisse, aber du hast ja auch gezeigt, hey, was muss ich bedenken, wie muss ich das vorbereiten und dann meine Schritte dann peu à peu umsetzen. Herzlichen Dank dafür. Benedikt nach Ulm, Korrekturosteotomien, plant ihr die auch entsprechend oder macht, also digital oder seid ihr noch beim Papier? Nee, wir haben auch Medicut und machen die Prothesen beziehungsweise auch die Umstellungen machen wir mit Medicut und planen die auch. Also da haben wir ein gutes Tool. Das ist die Routine bei uns, ganz klar.